dieses Drecksspiel mit der Steuerung, mit dem dummen Level-Design, mit dem repetitiven Gameplay, mit den klischeehaften Charakteren, der dummen Story, den dümmsten Dialogen, die ich in meinem Leben gehört habe, und der kompliziertesten und unintuitivsten Steuerung, die ich je in so einem Spiel gesehen habe. Let's go! Gute Laune! Naja. Du hast schon keinen Bock, wenn der Cold Opener so beginnt, ne? Nee, ich habe keinen Bock, wenn ich schon das Spiel sehe. Herzlich willkommen bei Metal Gear Solid 2. Snake? Snake? Snake! Who's that? Mucho bene. Ich hab geschossen. Das ist wirklich das Problem, dass das Spiel ist. Snake, you okay? Die Schwierigkeit das beste Spiel aller Zeiten. Einfach viel schwerer machen. Nein, es ist das beste Spiel. Hideo Kojima ist ein Genie. Oh mein Gott. Also irgendwie close to perfection. Snake, Snake. Das Spiel hat 100er Wertungen gekriegt. Wir müssen hier mal 700 zuholen, der uns zeigt, wie man das spielt. Vielleicht checken wir es einfach nicht, wie man das richtig spielt oder so. Cineastisches Intro, fünfmal den Namen Hideo Kojima und die Leute denken alle, wow, Alter. Nein, was? Wie kann man denn nur so schlecht zielen? Ey, Eddie ist nur am haten. Das Spiel ist halt von 1997. Da gab's halt noch keine guten Videospiele. Stimmt, ihr habt ja recht. Damals war das Spiel schon perfekt. Genau. Wie sein Vorgänger auch perfekt war. Weil einfach alles, was Kojima macht, perfekt ist. Ey, mal guck mal, ist das für dich eine coole Kamera? Ich will es nur mal so einmal für dich wissen. So, ist das, würde man sagen, geile Kameraperspektive? Hammer. Egal, welches Spiel du mir pitchst. Ich find's super. Nee. Ja, das wollte ich hören. Ja, du kannst doch mehr negative Meinungen von mir hören, wenn du Ich mache hier mal wieder ein bisschen den... Ja, den Schüttler. Bär. Schüttelmeier. So, was ist... Und da auch diese nicht. Aber die viermal aufheben und schalten lassen, damit er was droppt. Was ist denn das für ein Dreck? Ja. Ich sag's euch, Leute, ich werd das Spiel fertig machen. Ihr wolltet es und ich mach es. Sieht aus, als ob der so zwei Red Bull-Dosen sich da reingeklemmt hat, damit er wach bleibt. Zum Beispiel. Verständlich. Wo wird gehangen? Hier? Ja. Zack. Grip Level 1, okay. Ey, das ist wie ein Spiel, wie ein Hollywood-Blockbuster zum Mitspielen. Dein Grip ist gleich weg, du stürzt. What the hell happened? Ryan! Gott! Hättest du es 5 Sekunden früher sagen können? einfach wunderschön. Fat Man. Oh, das ist der dritte, ne? He built an atomic bomb when he was only 10. Von Death Star. Baute einen Atombomb, als er 10 war. He built an atomic bomb when he was only 10. In seinem Kinderzimmer hat er eine Atombombe gebaut. Oh. Zitat. Sehr gut, sehr gut. Aber da kannst du jetzt... Oh! Hast du eine Taste gedrückt gehalten, ja, oder so? Ja, direkt Dreieck wieder drücken. Nein! Ja. Ich mag Stealth-Spiele echt gerne. Ich mag das. Nein! Rückwärts laufen. Ja, nein, ich hab gedrückt! Wenn man das nie gespielt hat, ne? Und nur zuguckt, dann kann man sich das nicht vorstellen, weil diese Steuerung, die wirklich meistens umständlicher ist, als sie sein müsste, die ist automatisch an die Wand. Ja, ich kann dir genau sagen, ja, wie es sich anfühlt. Es fühlt sich an, als wenn man zu zweit ein Sofa durchs Treppenhaus trägt, so wie bei Friends. Och, leck mich doch am Brand. Yeah.
Ich weiß nicht, was ich sagen wollte, aber... Leg mich doch am Rand. Finde ich irgendwie gut. Jetzt, go. Einfach durch. Nein, jetzt geh doch durch. Kommt da wieder hoch. Du musst doch einfach nur durch. Du warst doch schon durch. Ja, kommt aber doch jetzt. Aber da warst doch, du guckst du nicht auf den Radar? Psst. Jetzt hat er dich. Ach, Colin. Wer käme ja gleich mit einem Item? Wenn es wenigstens beim ersten Mal wäre. Er hat was, er hat nichts. Aber nein, du musst ihn dreimal schütteln. Länger unter Umständen. Du hast eben 6-mal geschüttelt und ich jetzt, glaube ich, 9. Von. Alter, das ist genau das Quadrat! Jetzt macht er wieder den scheiß Rollenaffen! Was ist das denn für eine Kackgeburt? Warum, Spiel? Ernsthaft, was soll denn diese Scheiße? Oh, es ist erst schon wieder wach geworden! Du lebst noch. Ja, ich will aber nicht mehr leben. Ja, ich auch nicht, aber wir müssen da jetzt durch. Bitte schieß mich doch einfach tot. Aber frag nicht nach dem Hinkepeter. Frag nicht nach dem Hinkepeter. Hinkepeter. Komm raus, wir wollen spielen. Na, der Hinkepeter kann heute nicht. Das kann nicht, der Hinkepeter ist verletzt. Er muss für den Vater Besorgungen machen. Aber Heidi, der Hinkepeter muss dabei sein. Jo, wir spielen ohne Hinkepeter. Oh, der Hinkepeter muss sich ein bisschen ausruhen. Vater, bitte lass mich mit den Kindern spielen. Nein, Peter. Oh, Hinkepeter. Hast du die Ziegen schon gemolken? Na? Aber jetzt lass das schön synchronisieren. Jetzt hol ihn dir oben. Jetzt hol ihn dir. Geh! Ah, er hatte die Waffe! Du hattest die Waffe noch. Ernsthaft, also wirklich. Ernst, komm, ganz ehrlich. Was denn? Ist das raffinierte Spiel, ne? Das ist wirklich, wow. Genie. Wirklich wie mit in einem raffinierten Genie. Keiner der besten Drama. Who's ever done it? Ja, das ist echt geil. Wie mach ich nochmal Ego-Perspektive? R1. Wow, bitte, entdeck mich nicht, Drohne. Und er geht unter und... ein Glück. Yes! Jetzt schnell vorbei. Oh Gott, wir haben nur noch 360 Sekunden. Wow, schnell wieder hoch. Meine Fresse, ich fühle mich wirklich wie ein Spezialagent. Nichts für schwache Nerven, dieses Spiel. Ey, das ist krass, das ist wirklich krass. Weiter geht's hier. Ja, ich muss mein gesamtes Skillset jetzt einsetzen. Pass auf, ich versuche mal... Der obere darf er nicht sehen, der untere darf er nicht sehen. Jetzt schnell übers Geländer. Dreieck, komm. Okay. Stark. Wow. Aber nicht zu früh, Freund, denn oben seht ihr, wir haben erst Grip Level 1. In wenigen Sekunden lässt die Kraft nach. Schnell rüber, ich glaube genau jetzt. Er sieht mich nicht, der eine guckt. Und oh nein, yes. Stark gemacht. Yes. Und wir sind in Sicherheit. Klasse. So, der nächste Raum. Jetzt nicht nachlassen. Jetzt nochmal alles geben. Ey, ich sag ja, es ist nicht nur auf spielerischer Ebene, es ist auch auf storytechnischer, es ist auf so vielen Ebenen einfach nicht gut. Ich werd wahnsinnig. Ich kann mich da so reinsteigern in diese ganze Kojima-Thematik, wirklich. What are you talking about? $30 billion in cash. 30 Milliarden Dollar in Cash. In Cash. 30 Milliarden Dollar in Cash, weißt du, wie viel das ist? Das ist echt das Ende. 30 Milliarden in Cash. Das sind 17 Trucks mit Geldscheinen. Ich frage mich, woran es liegt, dass das Spiel damals 90er-Wertung hat. Und zwar durch die Bank. Das eigentliche Spiel besticht dagegen mit intelligenten Gegnern, vielen Hightech-Gimmicks und abwechslungsreichen Aufgaben. Optisch ist der Eindruck zwiespältig. Während der Tankerabschnitt dank fantastischen Regeneffekten und detaillierten Schiffsmodell enorm beeindruckt, fällt Raidens Mission auf der Stahlplattform grafisch mit eintönigen Texturen kräftig ab. Trotz allem Gemecker ist Metal Gear Solid 2 ein spannender Spionage-Thriller mit viel Style. Colin Gäbel meint, du hast den Test damals gemacht. Du deckst hier eine der ganz skandalösen Geschichten. Zweifelsohne. Die Präsentation für sich genommen ist fast schon Oscar-verdächtig. Selten wurde eine, leider reichlich überladene, Geschichte so geschickt mit bombastischen Zwischensequenzen in Szene gesetzt. Schade, dass Konami beim eigentlichen Spiel geschlampt hat. Vor allem das an die Wand lehnen stört gewaltig.
Raiden legt sich bei Kontakt mit Wänden automatisch auf die Lauer, auch wenn ihr es gar nicht wollt. Der folgende automatische Kameraschwenk macht die Verwirrung komplett. Auch die Gefechte enden meist im Chaos und wilden Rudelballer. Wow, Ego-Perspektive, das ist ja nach mir und unserer Erfahrung. Die Ego-Perspektive reagiert einfach zu träge. Was nutzt die spannende Schleicherei, wenn man sich genauso gut den Weg freischießen kann? So wird Kojimas Werk dem Hype, der durch die Tanker-Demo angeheizt wurde, leider nicht ganz gerecht. Maßstäbe setzen die Entwickler dennoch und zwar in Sachen Sound. Mit einer dicken Surround-Anlage wird das Wohnzimmer zur Action-Hölle. Funksprüche durchschneiden die Luft und realistische Schussgeräusche pfeifen euch um die Ohren. Der Soundtrack glänzt mit Hollywood-reifen Melodien. Kino-Feeling pur. Das ist doch okay, was du da schreibst. Und weißt du, es kommt. Es, zu seiner das decke ich den einigen eigentlichen Skandal hier auf, der damals aber auch schon ist kein Geheimnis mehr. Diesen Text hast du nicht geschrieben? Habe ich nicht geschrieben. Und er hat mir gesagt, ja, pass mal auf, ich kann den Co-Test machen, dann brauchst du es sowieso nicht machen. Ich habe was anderes gemacht. Sagt er, okay, dann nimm einfach meinen Konterfei. Ich habe den Text gelesen und gesagt, ja, okay, würde ich alles unterschreiben. Tatsächlich war aber er der Co-Tester. Er hat den Text geschrieben und ich habe das nur mit meinem Gesicht sozusagen abgesegnet. Ist natürlich eine riesige Schlamperei und muss man auch sagen, ist nicht cool. Du bist einfach das Milli Vanilli der Gaming-Branche, aber... Ja, aber Colin, du musst jetzt auch mal was machen. Was soll ich denn tun? Soll ja, ich irgendwas alles schießen oder was? Ich weiß es nicht, aber mach doch. Ich hab dir schon immer gesagt, ich glaube, du musst sie ausdauern, aber du machst sie einfach gar nicht. Das kann doch nichts passieren. Okay, okay. There's something going on. The incidents are becoming more frequent. Maybe that man's presence. Ocelot, I leave this place in your hands. I have. Oh, Jesus Christ! Yes, King. Dieses Gelaber! Solid Snake. That's what he claims. I thought Snake was dead. Nicht Snake. Es gibt Dark Souls Speedruns, die innerhalb dieser Zwischensequenz stattfinden. Wir wollen da. Comedy Timing. Oh, Colin. Was war das? Run straight. Wir können einfach auch aufhören mit der Reihe. Oh, warte mal. Ganz wegsnipe. Ja. Ach, da oben ist der. Okay. Ja, ich wollte mich ducken. Du hast den... Okay, ich komm nochmal. Ja klar, du bist jetzt angefressen, ne? Da ist der alte Souls-Eater, der ist gerade richtig Bock hat. Ich muss geklickert jetzt. Komm hier. Was hier? Bam, 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 bam. Spoiler, wenn man stirbt, muss man sich den gesamten Abspann nochmal angucken. Stark. Triff doch mal nochmal! Du Arschgeburt! Ja. Das nervt mich so unfassbar. Wenn er einfach nicht schlägt, weißt du? Fummelt da rum mit seinem abgewichsten Minischwert. Mann, ey, du alter Arschprinte. Leck mich wirklich. Es geht mir einfach nur auf den. Hier, jetzt hast du es. Arschprint. Ja, ist doch so. Alter Meine Fresse. Wenn man da wenigstens machen könnte, aber. Nee. Okay, du kannst es schaffen. Let's go. Ja. Ich glaube, das ist echt gut, gar nicht mal so nah dran zu sein, obwohl das ist egal, du machst es schon. Hab ich ihn geschafft? Du hast wie ein Profi. Ich sag nichts, aber ich hoffe. Ich wünsche. Also ich sag mal so, fürs Protokoll bin ich froh, dass ich diesen vermeintlichen Klassiker jetzt mit dir gemeinsam nachgeholt habe. Ich bin aber noch froh, dass es auch vorbei ist. Ich bin so froh, dass es vorbei ist, aber es wird uns für immer verbinden. Auf jeden Fall. Wie würdest du sagen, Metal Gear Solid 2 Zeit ist die beste Zeit, oder? Sagt man das jetzt so? Ja, absolut.